Ah, Albrecht. Aber mehr. Gut, dass es Er euch gut lebt auch geht. noch. Ja, die Götter waren uns gefällig. Aber wir sollten uns nach Norden durchschlagen. Ihr braucht Ruhe und Essen und Heilung. Wir haben Aber Pilze ihr. gefunden. Aber ja, Ruhe, Heilung. Mir wurde schon gesagt, dass ich wieder was aufbauen soll, aber ich muss mich erstmal etwas kurieren. Wir sollten alle zur alten Residenz gehen. Aber vorher, Abelmir, schiebt mal eure Ärmel hoch. Wozu? Warum? Ja, Ja, um zu ich. schauen, ob ihr Karfunkelwürmer habt. Was? Karfunkelwürmer schon wieder? Nein. Ja, ich hatte schon wieder welche. Von diesem verdammten Drachen. Ich schieb meine Ärmel hoch, guck mal selber ganz vorsichtig. Zum Glück nicht. Ja, ihr solltet euch aber ganz untersuchen lassen. Also ich will euch jetzt nicht sagen, dass ihr euch auf offener Straße hier ausziehen sollt, aber besser Vorsicht als Nachsicht. Das ist eine gute Idee. Nochmal möchte ich so etwas nicht durchmachen. Die Akademie der magischen Rüstung ist hier gleich um die Ecke eigentlich. Weiß nicht, ob ich dort noch willkommen bin, aber Eure irgendwie. Würmer Das interessieren mich wahrscheinlich nicht. nicht. Eure Würmer interessieren mich nicht, auch wenn es Karfunkelwürmer sind. Karfunkel und Drachen gehören vernichtet. Das ist auch kein Wieso? Wunder, wenn ihr euch mit denen abgebt, dass ihr euch ansteckt. Wir sagen die ganze Zeit, die sind böse. Ja, wir haben den ja nur erschlagen. Haltet euch fern von denen. Gut gemacht. Wir sollten den Hochkönig. Vielleicht kann ich euch dann nochmal nach Xordosh mitnehmen. Aber jetzt muss ich erstmal. Alte Residenz klingt ganz gut. 10 Tage schlafen oder so. Kommt Ich mit, werde euch Jungs. begleiten. Ja, so könnt ihr vom Immernstadion euch über Gassen und Wege nach Norden schlagen und seht dort auf einem der Plätze, dass gerade eine neue Rede anfängt. Eine junge Frau, eine junge Dame ist gerade auf eine Holzkiste geklettert. Die ersten paar Bürger, die sich erneut um sie scharen und sie beginnt mit ihrer neuen weiteren Geschichte. In einem Dorfe voll wohlhabender Einwohner lebte ein armes, aber zufriedenes und durch Eintracht und Liebe glückliches Ehepaar, Palinai und Emeran. Zu jenem Dorfe wandelten einst in Menschengestalt Praios und Aves, die bisweilen die himmlischen traten, um die Sterblichen zu versuchen. Die Götter klopften an alle Türen, bittend um Aufnahme für eine Nacht. Doch keine öffnete sich. Nur die Ärmsten des Orts nahmen die Fremdlinge auf und trugen willig herbei, was ihre Dürftigkeit vermochte. Dankbar segneten die Götter das frugale Mahl und immer von neuem füllte sich Speis und Trank. Daran, dass sich der Weinkrug wundersamerweise immer wieder von allein füllte, erkennen sie ihre Gäste als Götter, denen sie nun auch noch ihre einzige Gans opfern wollen. Da ihre Gäste Unsterbliche seien, beteten sie sie an. Nun offenbarte sich der Gott der Götter gnädig und versprach ein Versprechen, da sie gaben, obwohl sie nichts hatten. Wo andere sie abwiesen, haben Palinai und Emeran aufgetischt. Alles, was Palinai und Emeran erflehten, war, dass sie eines Tages gemeinsam starben. Sie liebten sich so sehr, dass sie nicht ohne den anderen sein wollten. Gnädig gewährte der Göttervater diese fromme Bitte. Daraufhin lächelte Praios gnädig und schickte sie mit Aves Segen von Gareth nach Bosporan. Die Bitte sei gewährt. Praios war ein guter Gott und machte, dass Hela Horas sie gemeinsam verbrannte. Ende gut, alles gut. Dies ist die Geschichte von Emran und Palinai. Schöne Geschichte. Schöne Geschichte, hört, hört. Ein etwas seltsames Ende. Ja, also, das kann man ja auch. Also, das ist eine wirklich seltsame Interpretation. Ich weiß nicht, ob ich das gutheißen kann. Na, zumindest war es nicht eine ganz so komische Geschichte wie die letzte. Wir sollten diese Zeloten im Auge behalten. Nötigenfalls müssen sie sie alle verhaften. Das ist wohl wahr. Aber lasst uns weitergehen. Um diese Zeloten müssen wir uns später kümmern. Der Hochkönig ist wichtiger.
Ich präge mir nochmal das Gesicht der Zelotin ein, damit ich die im Notfall wiedererkennen könnte. Dreckiges, schmutziges Gesicht, sieht sehr durchschnittlich aus. Könnte Wind- und Wettergegerbtes Gesicht, könnte eine Bäuerin sein oder so, auch von der Kleidung könnte das hinkommen. Und so bringt ihr den Hochkönig in Richtung der alten Residenz. Wir schauen uns gerade nochmal Raphim und Keras an. Ist ein trutziges Gebäude, was sich da vor euch befindet, garetischer Stil. Kleiner ummauerter Hof. Normalerweise würde Keras hier das Geklirr der Waffen dann hören und das Scharren der Hufe. Jetzt gerade ist alles sehr still und düster. Du kannst sehen, dass das Gebäude größtenteils verlassen ist. Die Kriegs- und Turnierpferde sind natürlich in Werheim schon benutzt worden. Die wird man dann hier nicht zurücklassen. Sodass du dann auch hier nur eine Rumpfmannschaft findest. Das Gebäude, wie gesagt, etwas mehr beschädigt, aber der Rittmeister Alrik von Hartsteen, der dann hier normalerweise stehen sollte, ist wohl auch nicht da. Vielleicht unter den Verletzten, vielleicht irgendwo anders, vielleicht in Werheim gefallen. Niemand weiß es, niemand weiß irgendwas. Die Pferde sind, wie gesagt, auch alle raus. Durchweg alle oder haben sie noch Jungtiere da? Aktuell nicht. Die werden dann wohl wahrscheinlich noch in Almada stehen, auf den grünen Wiesen und da dann umherspringen. Almada, das Land der Pferde. Also aktuell haben sie keine Pferde, nichts, was du da irgendwie noch mitnehmen könntest oder was da ausgebildet ist oder ausgebildet werden soll. Verstehe. Nun, gute Leute, ich denke, ihr braucht eine Aufgabe, oder? Also, die würden dann natürlich dann auch hier, wenn sie dich sehen, würden sie natürlich herbeispringen und dann fragen, was du willst. Aber ansonsten sind die auch wie alle anderen in aktuellen Garde dabei, Steinbrocken wegzubringen oder klein zu hacken, mal mehr, mal weniger und dann Trümmerteile dann wegzuräumen. Also die haben alle irgendwie eine Aufgabe, die werden sich da jetzt nicht hinsetzen und Däumchen drehen, das werden die nicht machen. Ah, verstehe. Nun denn, gute Arbeit. Sobald ihr fertig seid, helft anderen. Versucht so vielen wie möglich zu helfen. Ja, bringen wir schon hin. Wir kümmern uns erstmal um uns und dann ziehen wir weiter. Wir haben gesehen, dass es da in den Parks, vor allem dann auch im Osten von hier, gibt es wohl auch noch ein paar Verletzte und da kümmern wir uns dann drum. Wir kriegen das schon hin, danke. Sehr schön, sehr schön. Nun, Raphim, ich denke, hier sind wir fertig. Ja, ich befürchte es auch. Also, was habt ihr heute noch irgendwas zu tun? Was haben wir nicht zu tun? Das ist die Frage. Ja, wir müssen jetzt endlich mal diesen Rat der Helden mal wieder einberufen, damit wir endlich mal hier. Wie heißt das nochmal? Entscheidung treffen können? Entscheidung treffen können. Richtig. Ja, suchen wir die anderen und erzählen wir ihnen auch von der Statue und schauen wir, was sie getan haben und wie weit sie gekommen sind. Wir müssen auch mal schauen, dass wir vielleicht irgendwie mal eine Patrouille hier die Richtung schicken, nicht, dass die schöne Villa Curry nur noch geplündert wird. Meine drei Mann, drei Diener, die glauben, sie könnten Plünderer aufhalten. Ja. Ja, das ist wahr. Wir müssen sowieso dafür sorgen, dass wir bewaffnete Männer haben, Patrouillen. Geht es nur mir so, oder hast du auch dieses ungute Gefühl die ganze Zeit? Also außer diesen dämonischen Stein, dass die Stadt ständig brennt und den ganzen Dämonen? Eigentlich nicht. Nein, ich habe das Gefühl, als wäre da draußen irgendetwas, etwas, das wieder anfängt sich zu regen. Zu viele Tote auf einem Haufen. Ja. Ja, wir vertrauen den Boron. Wie wir es immer getan haben. Und Boron wird uns schützen. Und wenn Boron gerade kein Auge für uns hat, dann vertrauen wir auf Kor. Da fällt mir ein, keiner von uns war bis jetzt bei Boron Anger. Ja, wollt ihr euch bis dahin durchschlagen? Ich dachte, der ist ewig weit weg von hier. Ja, aber ist dort nicht der große Drache niedergegangen? Ach du Scheiße. Die Ritter sind dort hinaufgebrochen. Von denen haben wir gar nichts gehört. Na, die sind bestimmt alle tot. Was ist denn mit überhaupt dieser komischen Axt Drakundas? Gute Frage. Ich hab sie nicht. Und diese komische Kugel haben wir doch auch jetzt schon wieder verloren, oder nicht? Ja, und wo ist eigentlich das Luftschiff?
glaube, das hat irgendwer abgeschossen, aber ich bin mir nicht... Also es war auf jeden Fall nicht mehr in der Luft. Vielleicht haben sie es auch gelandet, eins von beiden. Aber würde mich nicht wundern, wenn es irgendwer abgeschossen hat. Gehen wir mal nachfragen, ob jemand gesehen hat, wo das Ding runtergegangen ist. Nee, das wird vermuten. Wo ist es denn damals aufgestiegen? Ich dachte, irgendwo in der Stadtmitte oder nicht. Da wird es dann doch auch liegen, oder nicht? Obwohl, vielleicht ist es runtergeglitten. Ja, ihr habt recht. Entschuldigt. Wir fragen einfach nach. Vielleicht finden wir dort noch Überlebende und... Dort müsste auch die Axt sein. Ach, war die Axt auf dem Luftschiff? Ich glaube. Hatte die Torwallerin die nicht? Ich dachte, ein anderer Torwaller. Ach, ich kann diese scheiß Torwaller alle nicht unterscheiden. Die sehen doch alle gleich aus. Auch wieder wahr. Ja, aber jetzt lasst uns vorwärts gehen. Ich verzettel mich hier nur. Ja, gut. Ja, so brecht auch ihr wieder auf in Richtung Süden zur alten Residenz. Noch nicht wirklich viel rausgefunden. Jetzt müsste man mal Jalan auf diese Statue ansprechen. Und wenn ihr dort eintrefft, könnt ihr erkennen, wie Isarun und Abelmir gerade mit dem Zwergenhochkönig hineinhumpeln. Hat sich gerade hingesetzt an eins der Zelte nach draußen. Lässt sich da wohl gerade erstmal einen großen Schluck mit Wasser geben und seine anderen Brüder, die Zwerge, werden da ebenso in Richtung der Zelte verschwinden. Könnt ihr wohl auch erkennen, gerade wie ihr euch umseht, dass Jalan vom Effa-Tempel wieder in Richtung der alten Residenz schreitet. Oh, Albrax, da seid ihr! Ihr habt es auch geschafft. Bei Angrosch, schön, dass ihr noch lebt. Lass mich erstmal hier einen Schluck trinken. Ja. Jalan, komm mal ran. Wir haben eine Frage. Warte kurz. Albrax, ihr lebt ja. Ah, wir haben uns in eine Höhle zurückgezogen. Eine Höhle. So schnell bringt uns nichts an. Du siehst ihn an und siehst, wie seine Gliedmaßen allesamt verbunden sind und alles irgendwie gebrochen aussieht. In verschiedensten Winkel absteht, also er sieht halb tot aus. Aber er grinst dich glücklich an über seinen verbrannten Bart. Ja, sogar für ihn gut geschossen. Eine Höhle. Ich hab sie da nicht rausgeholt. Muss entweder Abelmir oder Isarun gewesen sein, aber wenn ich mir Isaruns Klamotten so ansehe, vermutlich Isarun. Aber. Was wolltet ihr? Da habt ihr recht. Jalan, da in der Villa Karinor. Da steht eine Paios-Statue mit zwei Gesichtern, so leere Gesichter, so ohne Gesichtszüge. Ist das irgendwas Besonderes? Warum steht die da? Zwei Gesichter? Ja. Ja, und vor allem in unserer Villa. Und die, also, sieht die eine Hälfte eher wie Boron aus, oder? Nö, gar nichts, keine Gesichter. Nein, zwei leere Gesichter. Genau, wie diese anderen Dinger auch. Hat so eine Waage vor sich. Ja, auch noch nicht untergekommen. Ist etwa so groß wie die Statue auf dem Zwölfkletterplatz. Aber ohne Sockel. Vielleicht... Carino, ich nehme an, irgendeine von euren anderen Fauna-Traditionen ist das auch nicht, sonst würdet ihr es ja erkennen, oder? Nein, sowas habe ich noch nie gesehen. Und warum sollten wir eine Praia-Statue aufstellen? Vielleicht hat euer Onkel ja zum rechten Glauben gefunden. Ja, aber dann... Braucht er keine Praia-Statue? Anders dargestellt? Wird in der Tat anders dargestellt. Ich würde sie mir gerne ansehen, aber ich kann mir da auch keinen Reim drauf machen. Also ist das kein besonderer Brauch oder so? Wie alte Statuen oder sowas? Werde, wenn ich in der Stadt des Lichts bin, mal nachfragen, aber... Vielleicht kann man uns dort weiterhelfen. Wo wart ihr überhaupt? Elfert-Tempel, närrischerweise. Steht er noch? Ja, und seine Gewalten sind, angemessen gelaunt. Ich hab mich gut mit ihm unterhalten und er ist ein guter, fähiger Mann. Jedenfalls der Magier. Hier, Atherion? Der mit der Glatze. Tomek Atherion. Spektrum-Schwarze. Ist wohl noch am Leben. Ich dachte, ihr wolltet das gern wissen. Ach, von wegen dem Teppich. Wo ist der Teppich eigentlich? Ich war nur bei ihm. Ich hab keinen gesehen. Und dann werdet ihr ihm wohl erklären wollen, dass er weg ist. Ich finde bestimmt gut auf. Ich werde ihn über alles informieren, was nötig ist. Das ist aber nicht sehr viel, was nötig ist. Nun, dieses liegt eher im Auge des Betrachters. Wir waren erfolgreich. Das zählt. Das ist richtig. Den Erfolg kann uns niemand absprechen.
Größtenteils. Ja gut, Gareth brennt, aber bis auf dieses Detail lief es doch eigentlich sehr gut. Häuser kann man wieder aufbauen. Ist es nicht das erste Mal, dass Gareth verwüstet wurde? Die Hauptsache ist jetzt erstmal, dass es nicht immer weiter brennt. Ich hoffe mal. Sonst wäre das mit dem Splitter ziemlich viel Aufwand für nix gewesen. Wir sollten wir wohl gesorgt haben. Ich habe zumindest auf dem Rückweg keine neuen Feuer mehr gesehen. Wir sollten uns bei Zeiten überlegen, was wir mit diesem Splitter machen. Er kann nicht ewig dort unten bleiben. Doch. Das ist ein sehr sicherer Ort. Also angesichts der Tatsache, dass ich Amish Aquam an eine Diebin und einen Zahn verloren haben. Nun, gibt es einen sichereren Ort? Die Stadt des Lichts ist keine Alternative. Wir haben es probiert. Die Keller werden wieder freigelegt werden. Ansonsten sind die Kammern unter Burg Auralet immer noch versiegelt. Hoffe ich. Aber da ist ja niemand mehr. Was zwischen uns und Auralet liegt, ist eine andere Frage. Außerdem ist in Auralet doch kein Mannstrahler mehr. Das war ja doch der erste, der wieder eingetroffen ist. Wir brauchen doch erstmal Männer, die Sachen dann auch bewachen. Lass sie doch erstmal da, wo sie ist. Und die hat der Sinnetempel auch nicht, nur in Hülle und Fülle. Aber da stehen doch jetzt 6 Sonnenlegionäre oder sowas. 5. 5, ja, soll doch erstmal reichen, oder nicht? Beim Thema Herr Sinnetempel, man könnte natürlich... Rüsling ist zu weit weg, oder? Worauf das ist aber ein hinaus? Gutes Stichwort. Wir sollten uns darum bemühen, bewaffnete Truppen zu organisieren. Soweit ich weiß, steht doch im Kuslik der größte Tempel der Sinne. Sicherlich. Ihr vielleicht kann man in ihren Kellern haben, die Dispender sonst noch einmal übertreffen. Horas Reich schaffen? Seid ihr von Sinnen? Ja, überlegt euch doch mal, was die Horaseher damit anstellen könnten. Also nichts gegen euch. Das ist mir doch egal. Das so habe ich euch nicht gemeint. Ich meine damit, man kann diesen Splitter nicht Meilen und Meilen transportieren. Und wenn ihr ihn nicht transportieren wollt, liegt er bereits in der sichersten Kammer in ganz Garret. Ich weiß nicht, was ihr noch verlangt, aber besser wird's nicht. Ich denke auch, dass er bereits dort, wo er liegt, liegen bleiben sollte, sofern sich nicht irgendwann was Besseres anbieten wird. Aber so wie ich die Stadt gesehen habe, ist im Moment keine bessere Alternative in Sicht. Deswegen lassen wir ihn jetzt erst einmal dort. Ich stimme zu. Finde ich gut. Anderes Thema. Ich habe gesehen, die Straßen nach Süden wurden langsam freigeräumt. Vielleicht könnten wir einmal schauen, was aus Danos von Lurin geworden ist. Er wollte zum Buronanger, richtig? Richtig. Wir haben gerade erst geredet. Wir sollten definitiv dorthin gehen. Immerhin ist der Drache da gelandet. Sollten wir so früh wie möglich tun. Am besten jetzt. Wie weit ist das denn bis zu dem Anger? Ich dachte, der ist voll weit weg. Strammer Marsch. Wir haben keine Pferde zur Verfügung. Bei der Gelegenheit können wir uns einen Überblick über das Südquartier verschaffen, bei Eisinger vorbeischauen, falls er sich in seiner Schmiede eingefunden hat. Ich dachte, Eisinger ist tot. Er müsste hier um die Ecke sein und dort hinten im Zelt müsste er sein, beim Rest des Rates. Bitte wie? Seit wann lebt denn Eisinger? Ich habe ihn gefunden unter dem Ingram-Tempel, die eingestanzt. Damit rückt ihr früh raus! Ihr habt nicht gefragt. Entschuldigung. Wenn wir auch im Südquartier sind, können wir uns Carfangs Speicher ansehen. Und notfalls eine Öffnung erfehlen. Warum müssen sie dafür erstmal stehen und ich will nicht. Vor allen Dingen bräuchten wir dafür erstmal Männer, die den Speicher dann bewachen, wenn wir ihn aufgemacht haben. Was ist mit denen da hinten erzählt? Die haben noch eh nichts zu tun. Meint ihr jetzt die ganzen Schwerverletzten, die da vorne gerade um ihr Leben ringen, oder die Männer, die mit den gebrochenen Armen und Beinen? Die mit den gebrochenen Armen und Beinen. Gib ihnen eine Krücke und eine Schlinge und dann können sie schon ein Schwert halten mit der anderen Hand. Also, ich hab ja nichts... Also, das eine Mal, als ich mit Ömer da oben bei den Tobrien war, die haben gesagt, du, da nach unten darfst du dich nicht trauen. Da sind diese Almadaner, die sind ganz übel. Die werden auch daran interessiert sein, dass das Viertel mit Nahrung versorgt wird. Ey! Gibt's hier einen Raphim? Ja! Hier! Ja. Komm ran, mein Junge! Ja, klar. So ein kleiner 20-Jähriger, ungefähr 1,60 groß, also sehr, 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 sehr klein, gerade jetzt im Vergleich zu dir, tritt auf dich heran und er sieht sehr drahtig aus, möchtest du meinen, hat aber eine gute Rüstung an, kommt auf dich zu, streicht sich seine langen Haare nochmal aus dem Gesicht. Du suchst nach Söldner oder was? Na klar. Dann bin ich dein Mann. Siehst du doch selber. Wir haben 50 Mann, wenn du uns bezahlen kannst. Ich schaue mal in den Kreis der Runde hier. 50 Söldner können wir brauchen, oder nicht? Der Krieg nimmt. Wir brauchen und der Krieg nimmt und der Krieg gibt. Ah, euch raubt er die Habe und das Leben und uns ernährt er. So ist das.
So will es Chor. Wollt ihn von uns? Wir können euch alles bieten. Für die Straßen kontrollieren, für Ausgangssperren sorgen. Patrouillendienst am besten. Patrouille in der Stadt. Wer weiß, was da noch draußen bräuchte und fleucht. Einige Wachdienste auch. Wie heißt ihr denn, mein Junge? Eto. Zieht er sich einen Handschuh aus und gibt erstmal seine Hand Rafim. Eto Weisenmacher, bin der Söldnerführer. Weisenmacher, das ist doch mal ein kräftiger Name, der gefällt mir. Hat ihn euch der Chortempel gegeben? Am Chortempel haben wir zumindest den Anschlag gesehen von dir, Rafim. Ja, das war ein bisschen krakelig, aber... Hallo, wunderschön verfasst, möchte ich sagen. Also, naja, war ganz gut. Ja, also wir brauchen auf jeden Fall ein paar Leute, die hier einmal patrouillieren, die hier ein bisschen Wachdienst leisten. Kriegen wir hin. Dürfen wir Leute hängen? Keine Toten, wenn es sich vermeiden lässt. Aber ich werde auch keine Aufstände in der Stadt dulden. Gut. Fangen wir erstmal mit den Fäusten an. Wenn es irgendwie geht, bringt sie eher hierher und sperrt sie ein. Entsperren. Wahrscheinlich eure erste Belagerung, euer erster Krieg, erste verwüstete Stadt. Belagerung ist vorbei. Der Krieg ist zumindest derzeit ausgesetzt. Was wir brauchen, ist eine Stadt, die funktioniert und sich nicht in Aufständen ergeht. Ah, man sieht, dass er noch keine Erfahrung hat. Zwinkert er dir zu. Wie gesagt, er ist 20 Jahre alt. Gut, dann haben wir also die Befugnis und das Gold haben wir auch. Was wollt ihr denn? Naja, schon normaler Standardsatz. Wir haben 50 Mann, 2 Silber pro Tag. Und dann einmal nochmal die 6 für den Anführer. Akzeptabel. Keine Plünderung. Keine Plünderung, kriegen wir hin. Achtet auf die Wiedergänger. Ja, ein paar Untote haben wir auch schon einmal das runterschlagen, gar kein Problem. Da haben wir schon uns um die Bürgermeisterin gekümmert. Zwinkert er euch wieder zu. Wir sorgen für Ordnung. Finde ich gut. Gut, Geld. Ohne Geld machen wir gar nichts. Wir müssen erstmal einen Vertrag aufsetzen, mein Freund. Das ist ein Söldnervertrag. So Standard-Core-Satz. Kundchimmer-Kodex. Ich zahle euch eine Woche im Voraus. Bis dahin wird Rafim sich sicherlich seinen Vertrag ausklamüsert haben. Gut, gut, gut. Ich zähle seine. Ich zähle halt das Gold auf. Wir haben draußen eine Menschenmenge, sollen wir die aufreiben? Hören wieder irgendeiner Bekloppten zu. Bringt mir doch die Bekloppte. Sodass sie danach auch noch sprechen kann, bitte. Bringt sie alle zusammen. Ja, er dreht sich mal nach um. Scheint da wohl sowas wie eine Knappin zu sein, die sehr jung aussieht. Janka, schnappt ihr Rüss. Und dann geht ihr mal die Olle auf den Holzkisten. Sagt mal, was wir können. Ich schau mir an, was die können. Ich auch. Falls sich jemand interessiert, die Jungs kosten für eine Woche 74,2 Dukaten. Also, das werde ich ihm das gerade gegeben haben. Ja, der lächelt, streicht sich das Gold ein und wenn ihr dann gemeinsam mit vielleicht verschränkten Armen dann nach draußen tretet auf den Platz, könnt ihr sehen, wie da die Menschenmenge gerade aufgelöst wird und eine junge Frau, gut, Abel, Mir und Isarun erkennen sie wohl wieder, hat wohl gerade den Platz gewechselt, hat wohl einen Armbrustbolzen im Knie und aufhört gerade zu predigen. Weisenmacher. Sie hat aufgehört. Bringen bedeutet in einem Stück. Ja, sie lebt, sie kann sprechen. Und wir haben das aufgelöst, es gibt keine Toten. Deswegen sage ich dir, dass man Verträge schließt. Du hast gesagt, du bezahlst ihn jetzt. Da darfst du dir nicht beschweren. Ich habe gesagt, du hast Zeit, dir deinen Vertrag zu überlegen. Gut. Ja, ich habe dir gesagt, dass man das vorher macht. Los, bring die Olle ran hier. Ja, die kennen wir doch. Amelmir, das ist doch die gleiche. Ich fürchte auch. Isarun, hat die Frau getroffen? Ja, die hat vorhin schon wieder so eine von diesen seltsamen Geschichten gepredigt, obwohl das war halt... Also es war ja nicht so seltsam wie die letzte Geschichte. Aber sie hat schon den Herrn Preyaus in ein schlechtes Licht gerückt. Wo kommen diese Geschichten her? Hey du, Olle, rede mit ihr. Wir wollen wissen, was das sollte. Ich habe eine Geschichte erzählt, Herr. Eine Geschichte. Die ist wichtig. Warum? Wer hat dir diese Geschichte? Er hat mir jemand erzählt. Wer? Ein Goldschmied hat mir die erzählt. Ja, ja.
Im Arenaviertel. Ein Goldschmied war das. Schon wieder ein Goldschmied? Hieß er zu Sie nickt ganz eifrig. Rio? Ich weiß seinen Namen nicht. Ein namenloser Goldschmied war das. Im Arenaviertel. Also langsam kommt es mir vor, als ob dieser Berufsstand so Aufwiegelei anstiftet. Und warum erzählt ihr diese Geschichte? Warum ist die so wichtig? Die ist wichtig. Ich will's erzählen. Ich will's allen erzählen. Ich hab nur gehört, wie sie irgendwas davon murmelte, dass Praios ein guter Gott ist und machte das, dass die Märtyrer verbrannt worden sind oder so. Dachte mir, deswegen ist der Armbrustbolzen vielleicht in ihrem Knie ganz gut. Kann ich verstehen. Ich bin genau euren Standpunkt zu verstehen, ja. Wie heißt ihr? Ich würde mir auch gerne mehr Gold zahlen. Ich habe meinen Namen. Ich habe ihn abgelegt. Nennt mich ruhig Palinai. Palinai. Oh, noch so eine von denen. Oh. Wie viel Miterzähler habt ihr denn um euch geschaut? Ungefähr 30 her. Ja, ungefähr 30. Streifen die sich irgendwo? Sie sind alle in der Stadt verteilt. Ihr trefft euch nicht manchmal, ich weiß nicht, mit diesem Goldschmied, damit er euch neue Geschichten erzählt? Nein, Herr. Nein. Das tue ich nicht. Diesen Goldschmied, trefft ihr ihn immer an der gleichen Stelle oder habt ihr ihn an der gleichen Stelle getroffen? Nein. Ich habe ihn nur einmal gesehen und da hat er mir diese Geschichte erzählt. Nur einmal. Und da hat die Geschichte so einen Eindruck auf euch gemacht. Ja, das war vor der Schlacht, wisst ihr? Habt ihr in letzter Zeit an irgendwelchen seltsamen Flüssigkeiten gerochen? Seltsame Flüssigkeiten? Sie überlegt kurz. Flüssigkeiten nicht, aber da war noch dieser Rondrianer und der nickte und der hat gesagt, dass das alles stimmt. Auf wem hast du nicht einen aufgegabelt? Rondrianer? Der Praios-Geweihte. Immer hatte doch was von dem erzählt. Dieser Einbeinige mit der Prothese. Dieser Rondrianer? Sehen wir mal die Frau an. Ja. Hat er ein Bein? Ja, Prothese. Ja, doch, der war's. Genau der. Der steht am Zwölfgötterplatz. Also war der zumindest, glaube ich. Der letzte Rondrianer in der ganzen Stadt. Zwei. Leute auf. Da ist noch dieser eine, der sich umbringen wollte. Von dem redete ich doch. Nein, das ist wer anders. Das ist wer anderes, okay. Und noch jemand Fragen von euch an die Gute? Also Herr, der Pajot... Der hat auch gesagt, ich soll predigen. Welcher Praiot hat denn deren Namen? Ich glaube nicht, Herr. Nein, keinen Namen. Aber er hat gesagt, ich soll predigen über Palinai und Emmeran. Er hatte doch sicherlich einen goldenen Gürtel um. Oder also so eine Kordel. Nicht so wie die hier. Eine Kordel, Herr? Schaut mal an dir, also was du ihr zeigst. Diese normale Gewaltenkordel, die tragen. Ja, doch, ich erinnere mich. Ja, so eine Kordel. Wie ein Praios-Geweihter eben. Bring mal in die Runde. Irgendwas Seltsames geht hier vor. Ich besorge dies. So, die haben gesagt... Ich solle über Palinai und den Vetter von Raoul predigen.